Hi Leute, wie versprochen, werde ich euch die Fragen heute beantworten. Ich fange jetzt hier gleich mal mit der ersten an. Die erste Frage ist von Hi5181. Was hat sich mit deinem Torjubel auf sich? Salutierst du da oder schaust du in die Ferne oder was machst du da? Ja, das sollte schon ein Salutieren eigentlich sein. Ich habe mir das mal vor ein, zwei Jahren mal ausgedacht. Und das ist so, ja, das ist so verblieben. Das mache ich jetzt immer gerne nach meinem Jubel, aber es hat keinen genauen Hintergrund. So, schauen wir mal, was die zweite Frage. Zweite Frage ist von Hans Wurst. Was findest du an dir besonders gut? Ach, das ist auch eine super Frage. Ja, dass ich meistens eigentlich gut drauf bin, viel lach, auch mit viel mit den Mannschaftskollegen viel flachse und eigentlich so von Grund auf einfach ein fröhlicher Mensch bin. Da schauen wir mal, von wem die nächste ist. Das ist doch von euch erfunden, das kann nicht sein. Von K Beat Producer ist die nächste Frage. Schippo, wie erklärst du dir selbst, dass du von einigen als Fußballgott betitelt wirst? Und bist du dir dessen bewusst? Ja, die Fans haben das nach der letzten Saison immer wieder geschrien und immer wieder gerufen. Im Trainingslager waren sie da bei Testspielen. Und was für einen genauen Hintergrund hatte, ich fühle mich jetzt nicht unbedingt als Fußballgott oder dessen. Irgendwie als filigran Fußballer, wo der Begriff passen wird. Aber die nächste Frage. Von Skinner LP. Welchen Job hättest du gemacht, wenn du nicht Fußballer geworden wärst? Dann würde ich wahrscheinlich im Büro sitzen als Kaufmann im großen Außenhandel, das was ich gelernt habe. Von DC9 ist die nächste Frage. Welchen Spieler von der TSG findest du am besten? Das ist natürlich schwierig, da einen rauszusuchen. Ich denke mir, wir sind dieses Jahr mit dem gesamten Team schon richtig stark und haben da jetzt auch schon einige gute Spiele abgeliefert und ja. Wir haben ein starkes Team dieses Jahr, das ist unfair, ein Spiel rauszuziehen. Die nächste Frage ist von Ralf Hengstler. Das witzigerweise kenne ich den, das ist ein alter Trainer von mir. Wieso nennt man dich auch Flipper beim Fußball? Flipper höre ich zum ersten Mal, aber ich denke mir, aufgrund meiner mangelnden Technik ab und zu, dass dein Ball ab und zu wieder wegflippert. Hoffenheim ewige Liebe ist die nächste Frage. Was ist dein Lieblingsessen und Getränk nach anstrengenden Spielen? Also, das Lieblingsessen hat wenig zu tun mit dem Essen nach dem Spiel, aber nach dem Spiel isst man natürlich am besten Nudeln. So, und die letzte Frage ist von Sanet KJ. Was war dein größter Moment bei der TSG? Wenn ich mich das auf ein Spiel beziehe, glaube ich, mit Abstand ist das Dortmund-Spiel. Ja. In der letzten Saison, wo wir das mit 1 zu hinten gelegen sind und das Spiel dann noch gedreht haben, und noch ein Tor gekriegt, wieder zurückgenommen, mit dem Sieg in die Relegation geschafft und dann schlussendlich den Klassenerhalt. Das ist so von den Momenten, glaube ich, mit Abstand auch der emotionalste oder der größte Moment. Das war's. Danke. Kein Problem. Sehr gerne.